Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal was ganz Besonderes und zwar keine Mods, denn es gibt was Neues in Bloons Tower Defense 6. Und zwar, wenn ihr hier rüber geht und auf den Boss drückt, dann seht ihr hier oben, wenn ihr auf Start Rank Boss drückt, Least Cash, also Mindestgeld. Wer von euch jetzt also am wenigsten Geld ausgibt, kommt am höchsten in der Rangliste. Und genau heute will ich euch einfach mal so eine Strategie zeigen. Normal mache ich das Ganze ja auf meinem Main-Kanal, aber heute mache ich das mal einfach auf dem deutschen Kanal, weil es komplett neu ist. Ab morgen kommen wieder Mods, ganz normal. Aber ich will euch einfach mal so eine simple Strategie zeigen, die ihr alle benutzen könnt, um hoch in der Rangliste zu kommen, ohne dass ihr euch wirklich anstrengen müsst. Also es ist eine super simple Strategie. Ihr könnt dafür Oben benutzen, ihr könnt dafür Isili benutzen, ihr könnt dafür Geraldo benutzen. Ich glaube, das sind so die drei, die man benutzen kann. Ich benutze jetzt einfach mal Oben, weil den hat jeder. Und ich habe natürlich komplettes Affenwissen an. Also das ist selbstverständlich. Okay, wir fangen das Ganze an, indem wir erstmal unseren Oben bauen. Und zwar bauen wir den hier hin. Hier bauen wir Oben hin. Und ja, wir starten mit Oben Level 3. Wie gesagt, es ist alles eigentlich egal. Also wenn ihr, ich mache Auto-Start off. Wenn ihr Penalty kriegt, es ist wirklich komplett Wumpe. Also es ist wirklich völlig egal. Ihr könnt hier jetzt einfach durchlaufen lassen und müsst einfach genau das gleiche machen wie ich. Es ist super einfach und ihr kriegt dadurch einfach einen richtig guten Score. Also ich werde jetzt nicht auf einen Top 10 Score oder so gehen, aber ich gucke, dass ich so im Top 50 Bereich bin. Kann ja jeder dann nochmal ausbessern. Ich werde auf jeden Fall für meinen Main-Kanal dann auch nochmal heute Abend oder morgen eine bessere Strategie hochladen, mit der man auch so in die Top 10 kommt. Ganz easy. Aber jetzt hier erstmal für euch einfach so die Main-Strategie und die kann man dann ja immer noch ausbessern. Also das erste, was wir machen müssen, ist, wir platzieren ein Affendorf. Und zwar muss das Affendorf sehr speziell platziert werden und ihr wollt das hier neben Orbin platzieren, so weit wie möglich nach unten ziehen. Wenn ihr das nicht könnt, geht mal hier drauf und aktiviert den Nudge-Mode. Also das muss draußen sein. Und dann könnt ihr nämlich hier so eure Dörfer hin und her ziehen, beziehungsweise alle eure Affen. Damit könnt ihr dann sehr präzise Sachen bauen. Und ich baue den jetzt so weit nach unten und rechts, wie es geht. Also genau hier hin. Und das upgraden wir jetzt erstmal zum 002 Discount Village. Das ist ganz wichtig, weil dadurch sparen wir uns halt einfach Geld. Und umso weniger Geld wir ausgeben, umso besseren Score haben wir später. So, 002 haben wir jetzt als nächstes. Ich weiß nicht, ob wir noch genug Geld kriegen, um noch ein zweites zu bauen. Wenn wir noch eins kriegen, dann sage ich euch Bescheid. Ihr könnt ja auch ab und zu mal die Fähigkeit nutzen, wenn ihr wollt. Also das ist alles ganz optional. Aber ich würde sie auf jeden Fall ein paar Mal nutzen, um halt ein bisschen Leben zu sparen und ein bisschen mehr Geld zu verdienen. So, das zweite Affendorf bauen wir hier. Und das kommt nach hier in die Ecke. Das upgraden wir auch zu 002. Jetzt können wir übrigens das hier auch schon einmal upgraden. Als nächstes platzieren wir unseren Tier 5 Druiden, also das hier wird die Position von unserem Tier 5 Druiden, den könnt ihr hier platzieren und jetzt müssen wir noch 5 weitere Druiden platzieren, beziehungsweise wir können auch 6 oder 7 platzieren, ist ja eine easy Strategie, damit es ein bisschen sicherer ist. Und jetzt bauen wir den letzten, den bauen wir hier vorne hin, auch am besten in doppelten Discount Range, wenn wir es irgendwie hinkriegen. Das wäre so geil, wenn ich den hier in doppelter Discount Range kriege, aber ich kriege ihn irgendwie nicht. Come on, das ist so nervig. Okay, wir bauen den letzten einfach nur in einfacher Discount-Range. Ist ja auch egal. Ist ja jetzt nur ein Test-Run. So, jetzt haben wir die. Und jetzt müsst ihr die alle auf 002 upgraden. Also auf Heart of Vengeance. Auf Deutsch heißt es natürlich irgendwie anders, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Heart of Vengeance, also unten die 002-Skillung. So, das haben wir jetzt. Jetzt als nächstes könnt ihr hier einen Alchemisten bauen. Der kommt hier vorne in die Ecke. Und den können wir upgraden auf Faster Throw. Ja, wobei ich... Ja, doch, den können wir auf jeden Fall gleich mal upgraden. Aber was auch sehr wichtig ist, ist, dass ihr jetzt keine Camo-Bloons kaputt machen dürft. Ihr müsst nämlich 100 Leben verlieren, damit er 100% mehr Attack Speed kriegt. Das ist super wichtig, Leute. Das heißt, wir müssen auf unter 100 Leben kommen jetzt. Das bedeutet, auf gar keinen Fall irgendwie Camos kaputt machen. Nicht mit der Open-Fähigkeit, nicht... hier irgendeinen Affendorf upgraden, einfach warten, chillen und Leben verlieren. Das ist richtig wichtig. So, wir lassen hier jetzt die Bloons in Runde 36 und 37 noch durch und dann haben wir auf jeden Fall genug Attack Speed. Also passt auf, jetzt sind wir auf 33 und jetzt sind wir auf 103. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal die Bloons durchlassen und dann haben wir 100% Attack Speed. Wir können jetzt schon mal hier die Druiden alle einmal upgraden auf Stufe 3. Und jetzt kommen da die gelben Bloons, beziehungsweise die weißen.
Wir warten, bis mindestens einer durch ist und dann usen wir die Fähigkeit nochmal schnell. So. Jetzt haben wir nämlich nochmal ein bisschen extra Schaden gemacht. Wir kommen jetzt auch unter 100 Leben. So sterben wir nicht komplett. So easy. 81 Leben. Jetzt als nächstes wollen wir hier erstmal einen Poplas-Druiden holen, der die anderen Druiden dann alle bufft. Wir können übrigens hier dann auch schon einen Punkt in die Mitte gehen. Aber nicht mehr, nur einen. Was wir jetzt auch machen können, ist Dschungeltrommeln holen, damit hier alle unsere Druiden gebufft sind von Dschungeltrommeln. Okay, ich muss das nochmal machen. Ich habe mich in Runde 42 vergessen, Camo zu kaufen. Also, was wir jetzt machen wollen, ist, wir müssen hier jetzt auf Camo gehen als allererstes, wegen Runde 42. Das heißt, wir brauchen den Radarscanner. Das ist ganz wichtig. So, Radarscanner haben wir. Jetzt als nächstes hier auf den Druiden- und Berserkergebräu kaufen. Das ist auch super wichtig. Berserkergebräu, dann schneller werfen unten. So, und jetzt könnt ihr die Druiden einfach alle upgraden. Also alle einmal in die Mitte upgraden. So, die sollten es jetzt schaffen. Use die Orbin-Ability ruhig für die erste Wave. Das ist nämlich ein bisschen gefährlich manchmal, also die Orbin-Fähigkeit nutzen. Und jetzt als nächstes noch einen Poplas-Druiden holen. So, und jetzt schaffen die das auch schon easy zu verteidigen, ohne irgendeine Hilfe von Orbin. Jetzt gleich upgradet ihr den letzten Druiden noch zu Poplast und dann könnt ihr eigentlich erstmal chillen. Jetzt könnt ihr eigentlich erstmal chillen und müsst gar nichts machen. Also ihr könnt jetzt erstmal entspannt warten, bis ihr bei Tier 2 seid. So, hier den Baum jetzt einmal hier platzieren fürs zweite Tier. Hier vorne auf der Ecke, wo ich ihn platziert habe. Und jetzt könnt ihr einfach durchlaufen lassen und aktiviert, spammt einfach die Fähigkeiten. Und das sollte eigentlich auch easy Tier 2 deffen. Ihr könnt übrigens hier noch, wenn ihr es noch nicht habt, stärkere Stimulanz kaufen. Ihr solltet dann bei 36.365 sein. Also ihr seht, es dauert alles ein bisschen lange hier, aber overall, wenn man sich so einen normalen Ranglistenrun von früher angeguckt hat, also gerade nochmal kurz den Baum resettet, by the way, dann ist das hier schon viel weniger Zeit, die man aufwenden muss. Also ihr könnt so einen Run easy in 30 Minuten eben rausknallen und habt dann eine gute Top 50 Zeit. Also ich bin jetzt gerade 17 Minuten in der Aufnahme und wir sind hier bei Runde 65 von 140, also es geht relativ zügig. Was ich auch ganz cool finde. Also es ist auch mal was Neues, was vielleicht andere Spieler auch ein bisschen mehr dazu einlädt, mal hier wieder in den Ranglistenmodus reinzuschauen. Ne? Bardo zum Beispiel vielleicht. Jetzt, wenn er sieht, dass es so kurz ist, dass es nicht so lange dauert. Als nächstes gehen wir auf den Avatar. Bis dahin können wir aber jetzt erstmal noch ganz entspannt chillen und warten. So, wir sollten jetzt eigentlich kurz vor Runde 76 oder in Runde 76 genug Geld haben, um den Avatar zu holen. Ja. Perfekt, hat perfekt gereicht für die Runde. Falls ihr Probleme mit der Runde habt, used einfach Orbin seine Fähigkeiten. Die könnt ihr einfach spammen, wenn ihr wollt. Und ja, jetzt haben wir den Avatar. Das Ganze reicht jetzt auf jeden Fall auch für Tier 3. Das heißt, bei Tier 3 müsst ihr jetzt auch nichts kaufen. Das heißt, ihr könnt jetzt eigentlich euch erstmal entspannt zurücklehnen und auf Stufe 4 warten. Und was wir dann bei Stufe 4 machen, das zeige ich euch dann gleich in ein paar Sekunden. Ich denke, ich zeige euch noch ganz kurz, was ich bei wie Tier 3 hier abläuft. Aber ja, also man muss ja nicht wirklich was machen. Ich werde jetzt nichts Micron oder so, ich werde da nichts von Orbin benutzen. Ich werde mich einfach zurücklehnen und den Avatar mal machen lassen. Guckt, dass der Avatar auf erster ist. So, da ist der Tier 3 Boss und ja, wir müssen halt erst warten, bis der in Reichweite vom Avatar ist. Vorher wird da nicht wirklich viel passieren. Das ist halt der Nachteil hier an der Strategie. Man hat halt ein bisschen Penalty, aber die Penalty-Zeit, also die hier unten läuft, die kommt eigentlich nur zustande, wenn du exakt den gleichen Score hast wie jemand anderes. Und dann gewinnt der, der da weniger Zeit hat. Aber das ist so selten, dass Leute komplett den gleichen Score haben. Deswegen ist es jetzt erstmal sehr zweitrangig. Beziehungsweise also eigentlich noch viel weiter hinten als zweitrangig. Aber ihr seht, ne, der Avatar macht halt easy Tier 3. Und der wird auch genauso easy Tier 4 machen, denke ich. Also es kommt eigentlich später nur noch drauf an, was bei Tier 5 läuft. Was wir jetzt aber noch machen können ist, wir können einen Ingenieur holen und zwar, wobei ich warte noch, bevor ich den hole, weil ich noch nicht genau weiß, was für ein Positioning ich dann bei Tier 5 benutze. Ich schaue mir das jetzt erstmal an, ich lasse das jetzt mal weiter laufen, ob und wie ich Stufe 4 schaffe. Ich könnte mir vorstellen, dass er Stufe 4 auch schafft, ohne Hilfe so. Und dann spare ich das Geld lieber und baue erst auf Runde 120, dass ich da mehr Optionen habe und die bestmögliche Strategie bauen kann, weil wenn ich ja jetzt was baue, dann kann ich ja später nicht mehr, kann ich es ja nicht verkaufen und das Geld ist ja dann da, deswegen, du würdest ja in diesem Modus gar nichts verkaufen. Wenn ihr irgendwelche Probleme haben solltet, zum Beispiel hier mit DDTs oder so, dann guckt einfach, dass ihr so vor Runde 93 und bei Runde 95 einfach hier mal den Baum neu platziert, das mache ich nämlich auch immer.
Ja, aber also eigentlich sollte das jetzt bis Runde 100 easy gehen. Ich guck mir mal noch eben Runde 95 und 99 an. Das sind ja die gefährlichen DDT-Runden. Wenn ich da irgendwas platzieren muss oder nochmal eine Fähigkeit aktivieren muss, dann werde ich euch das auf jeden Fall zeigen. Guckt einfach hier jetzt in Runde 95. Ich denke, ich habe ja gerade den Baum erneuert. Das heißt, ich kann zur Not, wenn die jetzt durchkommen und die ja aufgesaugt werden, nochmal den Baum erneuern. Ja, ein paar werden aufgesaugt. Sobald der jetzt ausläuft, würde ich den jetzt erneuern. Zack, jetzt erneuere ich den. Und das sollte jetzt eigentlich passen. Ja, easy, okay. Ja, dann müssen wir das gleiche gleich nochmal bei 95 machen, aber ich denke, das sollte dann klappen. Also wie gesagt, bei 99. Runde 95 auf jeden Fall dann einmal den Baum erneuern, Leute. Nicht, dass ihr da sterbt oder so. So, Runde 99. Ich muss jetzt hier gleich nochmal die Bäume erneuern. Ich setze schon mal die Dinger hin, die Stacheln. So. Ich warte, ich warte, ich warte und ich erneuere es neu. Und das sollte eigentlich passen. Es passt nicht. Okay, Leute, dann macht's anders, ne? Dann müssen wir kurz was anders machen. Okay, was wir jetzt machen ist, wir bauen einen Eisaffen. Und zwar bauen wir den Eisaffen... Ich glaube, hier ist ganz nice. Wir bauen den Eisaffen hier hin und upgraden den auf 410. 410. Und jetzt sollte es eigentlich easy sein mit den DDTs, oder? Ja, super easy. Okay, sehr gut. Wir gucken uns an, ob er das so schafft mit... Ich werde hier noch... Ne, ich baue noch... Ich baue noch einen zweiten 401 Alk. Ich will sicher gehen. 91.000 sind wir jetzt gerade hier auf ihm drauf. Also ist im Moment noch ganz safe. Und was wir jetzt auch machen können ist, wir holen uns einen Ingenieur. Den bauen wir hier vorne in die Ecke. Da wo Lunarius gerade ist. Und upgraden den auf Overclock. Den Overclock können wir hier hinten platzieren. Hier über dem Eisaffen. Hier ist ja auch so ein kleines Feld. Da platzieren wir den. Und wir sind jetzt gerade bei 106.000. Was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt den Avatar overclocken. Da macht er extrem viel mehr Damage. Und ja, 106.000 ist ein ganz solider Score, würde ich gerade sagen. Damit werden wir wahrscheinlich nicht Stufe 5 kaputt kriegen. Ich werde es natürlich mal probieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir noch mehr bauen müssen. Wir wollen ja auch eine sichere Strategie machen und nicht hier die allerbeste Strategie. Aber ihr seht, ne, also... Es funktioniert. Es funktioniert. Der Dings ist die ganze Zeit auf Erster gewesen, der Avatar. Ich lasse den jetzt auch bis Runde 120 auf Erster. Okay, Leute, wir sind bei Runde 114. Ab und zu muss ich jetzt die Open Ability usen. Die verwahrt euch die immer, also den Baum, für DDT-Runden. Weil manchmal wollen die DDTs einfach durch und dafür braucht ihr dann den Baum. Aber bisher eigentlich relativ easy gewesen. Ich habe das Ganze hier sogar ohne Autostart einfach durchlaufen lassen. Und da ist wieder einer, der will wieder durch, deswegen... Okay, es war knapp. Wenn es gefährlich wird, drückt einfach Escape, geht home und startet das Ganze nochmal. Dann startet ihr in derselben Runde. Ist super entspannt. So, da sind wieder ganz viele DDTs. Ich warte mal, ob was durchkommt. Ich aktiviere jetzt den Baum. Und, oh, das ist sehr gefährlich, diese Runde. Ja, ich denke, ich muss hier... Oh mein Gott, das war super close. Okay, Runde 117, Leute, gefährlich. Also, ich werde hier in 117, sobald der erste DDT da ist, overclocken. Unseren Druiden. Und jetzt sollte es eigentlich easy gehen. Ich nutze noch die Fähigkeit. Easy. Okay, perfekt. So, jetzt müsst ihr die Fähigkeit, glaube ich, nicht nochmal nutzen. Eigentlich sollte es jetzt passen, oder? Gucken wir uns das Ganze an. Ja, es passt. Oh, ja, es passt. Okay, perfekt. Jetzt könnt ihr einfach warten, bis ihr bei Runde 120 seid. Nutzt die Fähigkeit nicht nochmal. Ihr wollt die Fähigkeit direkt... am Anfang von 120 haben, sobald er hier Reichweite hat zum Angreifen. Beziehungsweise, das ist gar nicht dann am Anfang von 120. Na, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wollt die Fähigkeit auf jeden Fall für 120 haben. Wir probieren den Run jetzt erstmal mit 106.000. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Wenn das natürlich klappt, das wäre insane. Aber ich denke, wir werden auf eine etwas... wir werden noch ein bisschen was bauen müssen später. So, ich werde ja die Fähigkeiten spammen und sobald er, ich stelle ihn auf Stärkster hier, hier muss man jetzt ein bisschen Micro machen. Ihr könnt natürlich noch andere Sachen holen. Wenn ihr eine super easy Lösung haben wollt hier, holt euch einfach Call to Arms, das hier, also zu den Waffen. Das aktiviert ihr gleichzeitig, indem ihr den hier overclockt und dann vernichtet der einfach komplett Lunarius. So, er attackt Lunarius, das heißt, ich kann jetzt overclocken und ab jetzt heißt es beten. Beten, beten, beten. Er muss es jetzt irgendwie schaffen. Zur Not muss ich ihn gleich mal auf Erster stellen und ein bisschen hin und her wechseln. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass das hier funktioniert.
Und ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr Defense holen. Ja, das wird nicht genug Damage sein. Das wird leider nicht genug Schaden sein. Ich werde permanent hier overclocken. Auf erster Stelle, kurz. Okay, sehr gut. Habt ihr gesehen? Wenn man den kurz auf erster Stelle, vernichtet er einfach alles. Okay, weiter auf stärkster, weiter auf stärkster. Keine Angst zeigen. Einfach weiter auf stärkster bleiben. Hier schön Orbins Fähigkeiten wieder raushauen für extra Schaden. Wahrscheinlich jetzt gleich einmal kurz, oh, wobei. Ja, doch, kurz auf erster, wieder auf stärkster. Perfekt. Und weiter geht's. Und das gleiche jetzt nochmal. Ich overclocken jetzt nochmal. Overclocken. Fähigkeiten nutzen. Schön weiter auf stärkster. Baller da schön rein, Bruder. Fähigkeit nutzen. Und jetzt, come on, greif doch da oben an. Greif doch oben an. Overclock. Du sollst Blunaris angreifen, bitte. Okay. Er greift weiter Blunaris an. Ja, es sieht sehr... ich glaube, es wird nichts. Also, wir haben zu wenig DPS. Leider. Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwas holen. Ich werde ihn auf erster stellen jetzt gleich jede Sekunde. Jetzt. Ja, er muss kurz auf erster. Er muss das kurz kaputt machen. Hier overclocken. Und das war's. Die DTs gehen durch. Okay, also. Wir müssen es nochmal machen. Ja, es gehen die DTs durch. Ja, das ist zu wenig Damage. Okay, wir gehen einfach Homeland Defense. Wir machen 132.000er Setup. Let's go. Overclocken. Ah, das war ein bisschen früh geoverclockt, ne? Egal. Wir lassen es mal dabei. Stellt ihn auf stärkster. Und ja, wir haben ja Overclock jetzt gleich wieder, bevor er angreifen kann. Also aktivieren. So, und jetzt, das müsste eigentlich jetzt das Setup sein, was ihn besiegt. Ich denke, mehr dürfte ich nicht brauchen für dieses hier. Come on. Ich lasse ihn jetzt auch die ganze Zeit auf stärkster, solange wie es geht zumindest. Ich werde hier das ein bisschen weiter nach unten targeten, den Baum. Und wieder overclocken. Und hoffentlich schafft er das so. Wir werden wieder beide Fähigkeiten gleichzeitig nutzen. Da kommt jetzt die Insights. Das heißt, ich use jetzt beide Fähigkeiten gleichzeitig. Guck, dass ihr die echt immer zusammen nutzt. Dann ist er extrem stark. Und, okay, er hat viel. Wir haben viel mehr Damage als vorher. Das ist sehr geil. Viel mehr Damage als vorher. Unser einziges Problem sind wahrscheinlich die DTs. Aber ich hoffe, dass wir die somehow irgendwie schaffen. Okay, er knallt da wirklich alles raus, was geht. Oh mein Gott. Okay, wir haben gleich die zweite Phase geschafft. Ich aktiviere das jetzt nochmal. Ich aktiviere jetzt nochmal Overclock auf ihm. Und ich lasse ihn auf stärkster. Ist mir egal. Ich lasse ihn auf stärkster. Ich baue den Baum neu. Okay, sehr gut. Und wir haben nur noch eine Welle vor uns. Okay, Leute, das ist es auf jeden Fall. Ich denke, das wird sein. Come on, sobald... Wir jetzt nicht usen. Wir warten, wir chillen. Wir chillen, bis er wieder richtig angreifen kann. Das ist noch nicht richtig. Er macht da kurz einmal einen Schlenker. Jetzt gleich erst. Jetzt. Und jetzt overclocken. Und jetzt lassen wir es durchlaufen. Come on. Ich denke, ich werde jetzt einmal nochmal meine Fähigkeiten kriegen, bevor das abläuft. Ich werde den Baum nochmal genau neu nutzen. Ich habe den Baum nochmal neu genutzt. Und jetzt noch einmal hier Overclock plus Homeland. Beziehungsweise zu den Waffen. Ich stelle ihn jetzt auf erster, damit er den kaputt macht. Come on, DDT ist kaputt. Schön, stärkster. Okay, Leute, das ist es. Das muss er jetzt schaffen. Er muss nur noch 600.000 Schaden machen. 132er Score. Auf jeden Fall in der Top 50 hier, dieser Score. Das wird auf jeden Fall reichen. Jetzt bitte nicht gegen die normalen Runden sterben. Das wäre mega bitter, wenn wir jetzt gegen die normalen Runden sterben. Come on, ich muss jetzt gleich nochmal den Baum hier usen. Sehr gut. So, perfekt. Und jetzt bitte einfach auf stärkster und finishen. Go, go, go. Fähigkeit aktivieren. Das muss es gewesen sein, Leute. Come on, mach ihn kaputt. 2000 und er ist kaputt. 132.000er Score take ich für meinen ersten Versuch. Bin ich zufrieden mit. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Benutzt gerne meinen Creator-Code, falls ihr hier sterbt und irgendwie Monkey Money kaufen müsst. Oder... Oh mein Gott, ich wäre fast gestorben. Okay, nochmal raus und nochmal rein. Leute, habt ihr das gerade gesehen? Was ist denn hier bitte passiert? Ich lasse ihn jetzt hier. Stellt ihn danach direkt auf erster, damit sowas nicht nochmal passiert. Oh mein Gott, ich bin gerade fast gestorben. Okay, Fähigkeit nutzen. Nochmal hier nutzen. Fertig. Oh mein Gott, war das super knapp. Holy, 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 war das knapp. Also, wir haben 14 Tower geplaced, Popcount 850.000, Total Damage 17,7 Millionen. Cash generated haben wir nur 5.000, dank dem Baum von Owen. Vielen Dank, Owen. Fast 15.000 Moabs kaputt gemacht, 120 Abilities geused. Unser stärkster Tower war der 015 Druide. Ich habe schon abmoderiert, Leute. Hier 132.000, ich zeige euch noch den Platz. Platz 18 gerade. Würde ich sagen, ist in Ordnung.
Top 50 ist 170.000. Wie gesagt, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ich muss jetzt weiter fuchteln und gucken, was die 100.000er-Strategie ist. Wir sehen uns auf jeden Fall. Checkt gerne meinen Main-Kanal aus und ciao.